Hallo und herzlich willkommen, mein liebes Mitgemüse. Heute ist schon das 17. Türchen und heute habe ich eine gruselige Geschichte für euch, die mir und Marvin tatsächlich so passiert ist. Und ja, ich bin hier etwas eingekuschelt in Decken, weil mir gerade ein bisschen kalt und dann hat sich der Charlie zu mir gesellt. Der liegt jetzt hier und lässt sich durchflauschen und ich darf an sein Öhrchen rumspielen. Also zurück zur Geschichte. Wir hatten unsere Milva gerade so, ich glaube, 2, 3 Monate, nicht lange, also vielleicht auch nur einen Monat. Also unsere Milva war noch relativ frisch und wir hatten einfach richtig Lust, ein Picknick zu machen. Und es war Sommer, das Wetter war gut, wir hatten gute Laune. Und dann sind wir mit unserem Bulli und einem Picknickkorb und Decke und allem drum und dran ins Sauerland gefahren und einfach in den Wald. Und unser Ziel war es, nicht einfach irgendwie einen gut besuchten Wald zu finden, sondern so ein kleines Plätzchen, wo nicht so viele Leute sind, wo man halt eher so seine Ruhe hat. Ich wollte Marvins Dreads pflegen, der hatte damals noch Dreadlocks. Und ja, das war so der Plan. Und das haben wir auch ganz gut umgesetzt, weil ihr müsst euch vorstellen, wir hatten dann ein super schönes Plätzchen gefunden mitten im Sauerland. Das war kein offizieller Wanderweg, sondern eher so ein Forstweg, aber der war halt noch relativ dicht an der Straße. Also man konnte da wirklich gut parken auch. Und dann musste man nur so 6, 7 Minuten reingehen. Und dann, ich glaube, wir sind aber schon eine Viertelstunde lang oder so reingegangen. Und dann war der Platz auch schon da. Und wir haben uns gar nicht weit weg vom Weg entfernt, sondern wir waren irgendwie nur so 2, 3 Meter neben diesem Forstweg. Aber da war halt niemand. Weil das halt eher so ein Weg ist für den Förster, wenn er mit seinem Jeep da lang fährt oder sowas. Es waren aber auch keine Verbotsschilder oder sowas. Also denke ich, das war jetzt schon halbwegs erlaubt. Außerdem haben wir natürlich auch den Platz so hinterlassen, wie wir ihn aufgefunden haben. Immer ganz wichtig bei solchen Aktionen. Ja, und unsere Milva war natürlich auch an der Leine. Also ich lasse meinen Hund nicht im Wald dann frei rumrennen. Nein, wir haben dann eine lange Schleppleine. Das ist, hat sie ein bisschen mehr Auslauf und das passt dann. Genau, und dann haben wir uns da Picknick gemacht und dann haben wir gegessen. Ich habe Marvins Dreads gehäkelt und es war super schön. Es war richtig entspannt. Milva war auch entspannt. Die hat sich mal irgendwelche Tannenzapfen geholt, ist dann wieder zu uns gekommen auf die Decke und hat dann Tannenzapfen und Stöckchen geknabbert und hat die Vögel gehört und die war total knuffig. Also auch ein super tiefen, entspanntes Tier. Und wir haben lecker gegessen und die ganze Stimmung in dem Wald war so hell und fröhlich und schön. Es war so entspannt. Und ja, auf einmal wurde es irgendwie düsterer. Von einem Moment auf den nächsten. Und dann guckte Milva, weil so hinter dem Weg vor uns war so ein Busch. Also so richtig so Gestrüpp. Und Milva schaute richtig geradeaus in diesen Busch rein und knurrte aus dem tiefsten ihrer, also wirklich aus ihrem Innersten, knurrte sie so richtig, ich kann das gar nicht nachmachen, ich bin ja kein Hund, aber so richtig bedrohlich. Aber es war eher auch so ein Knurren, was auch aus Angst kam. Es hat sich ganz komisch angefühlt. Ich hatte meinen Hund ja, also ich glaube, wir hatten sie schon so einen Monat oder zwei und ich dachte, ich hätte alle Geräusche von ihr schon gehört. Nee, das hatte ich noch nicht gehört. Das war so ein ganz, ganz tiefes Knurren. Und auf einmal war es totenstill im ganzen Wald. Milva knurrte wieder in dieselbe Richtung und guckte immer in diese Richtung. Das war so gruselig. Und ich habe dann zu Marvin nur gesagt, wir packen jetzt. Und Marvin so, ja, wir gehen jetzt. Also er ist dann genauso wie ich, wenn es irgendwie unheimlich wird, dann bleiben wir nicht, weil ist ja Blödsinn, sondern wenn wir irgendwie fühlen, dass etwas nicht richtig ist, dann gehen wir. Und das war an dem Tag so. Und wir wissen bis heute nicht, was es war. War es ein Tier? War es ein verrückter Mensch? War es irgendetwas? Wir wissen es nicht. War es ein Geist, ein Dämon? Wir haben halt auch in die Richtung geschaut und da war nichts. Wir haben nichts entdecken können. Und Milva hat aber die ganze Zeit nach hinten geschaut. Und wie gesagt, auf einmal zog sich der Himmel auch zu und es wurde auf einmal ganz, ganz komisch in diesem Wald. Und natürlich können wir uns das auch eingebildet haben. Aber es ist halt, warum guckt dann dieser Hund die ganze Zeit so nach hinten? Weil Marvin hatte nicht so panisch nach hinten geguckt. Und das, was wirklich gruselig war, war dann, dass wir uns wirklich auf den Weg gemacht haben, ganz schnell. Also alle Sachen in den Picknickkorb geschmissen und sind losgelatscht, schnell zum Auto und halt auch in einem relativ zügigen Tempo. Aber Milva hat immer so ein bisschen gezerrt und so nach hinten geguckt. So dieses...
Macht doch kein Hund einfach so, oder? Also, sorry, das macht doch kein Hund, der guckt doch da nicht die ganze Zeit nach hinten und knurrt. Wie gruselig ist das? Ich meine, vielleicht war es auch nur ein Fuchs, aber warum war denn dann der ganze Wald auf einmal totenstill, obwohl vorher die ganzen Vögel gezwitschert haben? Und ich glaube nicht, dass Milva auf den Fuchs so reagiert hätte, sondern eher, so wie sie auf andere Tiere auch reagiert, auf Eichhörnchen, Igel, andere Hunde, halt so ein helles, kläffendes Bellen, manchmal auch ein bedrohliches Bellen, wenn sie die Tiere nicht mag, aber sie bellt halt einfach und nicht dieses bedrohliche Knurren. Und das war schon irgendwie ganz gruselig. Und wir können uns das bis heute nicht erklären, was da eigentlich los war. Aber ich bin ganz froh, dass wir unserem Instinkt getraut haben und vor allem auch Milvas Instinkt, dass wir einfach gesagt haben, wir gehen jetzt sofort, weil ich glaube, ich möchte nicht herausfinden, was es war. Vielleicht war es auch ein Wildschwein, aber wie gesagt, Milva reagiert auf Tiere halt komplett anders und das ist halt merkwürdig. Sie hat auch schon so große Emus gesehen und auch auf die hat sie ganz anders reagiert und nicht geknurrt. Und die hat noch nie Angst vor einem anderen Tier gehabt und wenn, hat sie dann so hoch gebellt und uns angeguckt. Aber das war wirklich ein unheimliches Erlebnis mitten im Sauerländer Wald, also in einem der Sauerländer Wälder. Ganz komisch. Auch auf Menschen reagiert sie ganz anders. Also es hat einfach nicht zu ihrem Verhalten gepasst. Und Marvin und ich, wir wissen einfach bis heute nicht, wer oder was oder ob überhaupt da irgendwas war. Ja, habt ihr auch solche komischen, gruseligen Erlebnisse im Wald? Erzählt sie mir doch gerne, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Ja, ansonsten würde ich sagen, das war's mit diesem Video und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis bald!